Hallo liebe Freunde, heute gibt es eine kleine Rarität und zwar bunte Kinderfackeln von FKW Keller. Die haben wirklich schon jetzt ein paar Jahre auf dem Buckel. Hier seht ihr noch das Kellerzeichen. Das ist ein Reimport übrigens. Der ist von einem holländischen Importeur. Wie das nun geht, keine Ahnung. Ist mir eigentlich auch egal. Hier sehen wir noch die BAM-Nummern. Alles noch natürlich P1-Nummern. Und wie es ja damals so üblich war, jede Farbe hat ihre eigene BAM-Nummer. Die Dinger haben keinen grünen Punkt. Also vermute ich mal. Und das heißt, die sind mindestens schon von 1990 oder 91, also von davor oder noch älter. Ich persönlich wollte die mal zünden oder wollte mir die einfach mal holen, weil ich Kinderfackeln, das werden ja sicherlich auch so eine Bengalfackeln sein. Ich weiß nicht, wir werden gleich mal reingucken. Jedenfalls nicht in so einer Verpackung kennen. Ich kenne nur Wunderkerzen in so einer Verpackung. Alle Kinderfackeln sind sonst ja immer in Schachteln, neuerdings auch in Tütchen. Aber sowas habe ich hier noch nicht gesehen, die Verpackung. Und das war mir schon eigentlich mal der Kauf wert. Und nun werden wir uns die mal angucken. Ich mache das mal auf. Und, oh, die sehen ja richtig schick aus. Die sehen ja richtig schick aus. Guckt mal. Hier unten so ein bisschen auf China gemacht. Ja. Und hier oben, ich nehme ja mal an, dass das Grüne der Effektsatz ist. Man kann nicht erkennen, was welche Farbe ist, weil die sehen alle gleich aus. Aber wir haben ja angeblich grüne, rote, silberne und gelbe. Das ist natürlich, die werden nicht großartig anders sein wie die Fackeln, die man heutzutage bekommt. Es ging ja eigentlich darum, mehr und so um die Verpackung, weil das so eine Seltenheit war. Und für mich eben auch immer wieder was Schönes ist, wenn ich meine Artikel zünde, die ich noch nie gezündet habe. So ist es eben bei diesen Dingern hier. Und wir werden uns jetzt mal draußen angucken, wie die aussehen, ob die noch funktionieren. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. So, ich habe jetzt einfach mal 5 rausgenommen, so wahllos. Naja, was heißt wahllos? Man kann es ja nicht unterscheiden. Die werden wir jetzt mal zünden. Oder ich weiß gar nicht, im Dunkeln, vielleicht sind es auch nur 4. Nee, sind 5. Und ich glaube, ich habe es vorhin auch falsch gesagt. Also die rote Seite ist die mit dem Effekt. Und dann wollen wir mal gucken, was rauskommt. Schöne, ist eine schöne silberne. Sieht gut aus. Schöne Brenndauer. Gefällt mir eigentlich. Machen wir mal gleich hier. Die hängt hier so auf 6:30. Allerdings genauso silber. Mal, ich stehe mal genau im Rauch hier. Da sieht man jetzt nicht großartigen Unterschied zu der anderen, wenn ich ehrlich bin. Machen wir die nächste. Eigentlich sind die alle gleich. Also verschiedene Farben gibt es da nicht. Sehr starke Rauchentwicklung. Okay. Alle silber. Hier haben wir noch eine. Ja, genauso. Aber ein schönes Silber. Nun ja, also von verschiedenen Farben kann allerdings keine Rede sein. Ansonsten ganz nett anzusehen.